Naja, kommt schon, Leute. Also noch ein Part geht. Oh Mann, was ein Troll von mir. Aber ein schöner Troll, muss man zu sagen. Nee, ich hatte vorhin die Parts gerendert. Noch am selbigen Tag. Also gestern ist sie noch gerendert. Hab dann gesehen, ach ja, die sind ja relativ klein. Sonst hatte ich immer mit viel zu großen Parts hantiert gehabt. Deswegen bin ich irgendwie auf zwei Parts pro Tag umgestiegen. Und hab mir gedacht, ach komm, zum Troll tue ich den dritten Part einfach einen Tag später hochladen. Lalalala. Okay, machen wir ein bisschen weiter hier in der Scheiße. 20 Minuten haben wir noch Zeit, ein bisschen Bullshit hier zu machen. Das heißt, wir werden Hearts of Iron, wenn wir es wieder hochladen. Ja, dann werden wir wieder in diesem Sinne mal drei machen. Also jeden Tag drei. Nee, nicht jeden Tag. Wenn ich hochlade, drei Parts von Hearts of Iron machen. So, jetzt haben wir es doch. So, aber Rumänien hat die Ölfelder nationalisiert. Also für sich beansprucht. Heißt, er hat die Ölfelder und wir kommen da irgendwie nicht so wirklich dran. Scheiße! Mit der Kriegserklärung? Was? Nein, ich denke keine Kriegserklärung gegen Rumänien. Iron Guard Romania, sorry. Sind die Eisene Garde erhängt? We need more energy. Ja. Wie ich bei Metroid, ich brauche mehr Energy Drinks. Black Monday, ja, der kommt jetzt gerade überall durch. Ich muss sagen, die Wacht am Rhein gefällt mir so als Lied irgendwie. Naja, dafür gefällt mir ja. Ja, was heißt, da gefällt mir der Rest nicht? Das ist Standard Hearts of Iron Mucke, also. Es ist interessant, weil ich sie ewig nicht mehr gehört habe, aber. Wie gesagt, ihr dürft ja noch entscheiden. Noch, wie es gerade angehört hat. Ihr dürft noch entscheiden, sonst nicht mehr. Hoho! Naja. Was auch immer. So, mit den 25 National Dissent wollen wir nochmal schauen. Habe ich schon Innergebietskonflikte? Mal sehen, wo können wir es am besten gucken? Nee. Doch, da kann ich es gucken. Nee, habe ich noch nicht. Okay. Da ist es noch ein bisschen zu gering. Okay. Das ist ja mal interessant, okay. Um mal das Ganze jetzt aufzuklären, was da gerade unten in Südafrika passiert ist. Mittelafrika hat sich gerade Angola geschnappt und ist zugleich integriert, also als Kernprovinz erhalten. Normalerweise, also ich sag mal, wie es eventuell aussehen könnte. Also Mittelafrika hat so sein Interesse an die portugiesischen Kolonien, wen wundert's, und hat dabei zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagen, jupp, hole ich mir durch kriegerische Möglichkeiten, oder sie haben es mit Portugal abgesprochen. Wenn sie es durch Kriege holen wollen, müssen sie es erst bei uns um Erlaubnis fragen, so gesehen, weil wir sind ja Kolonialherr und so, ne? Das heißt, wir würden da erst entscheiden von wegen, ja, kannst du machen oder nö, ne, geh da weg, mach da bloß keine Scheiße und so, ne? So haben sie es jetzt über friedliche Lösungen gemacht, das habe ich auch bis noch nie gehabt, wenn ich ehrlich bin, also das ist interessant. Es gibt auch Events, dass sie beides bekommen, oder nur eins, oder nur das da, oder nur das da. Pff. Alles ganz komisch, alles ganz seltsam, aber ja, was soll's, ist ja alles in Ordnung. So, wenn man sich jetzt den ganzen Konvoi-Scheiß anguckt, ist irgendwie alles bis auf eins da. Oh, das ist der Reichswagen. Lalala. Nix hier mit Volkswagen. Nein, es ist der Reichswagen. Ja, prinzipiell, Volkswagen, als Reichswagen. Das heißt so viel wie, ja, standardisierte Autos für alle. Where's my car? So, Antwerpen nach. Ach so. Ah ja, klar. Nee, brauche ich auch nicht, weil hier ist mein Transporter gestaffelt, nämlich der da. Und den verlege ich ja gleich eh wieder um. Also braucht man da nichts hinsetzen. Wobei, ich kann dann sich in Singapur, könnte ich dann sich ein paar Flotten stationieren. Das sollte trotzdem klappen. Ein paar Flotten wären ja ganz gut da. Zumindest so eine oder sowas. So, das sind hier Rebase nach Singapur und dann passt das alles. Weg meine Hits waschen. Scheiß aber auch. So alte Scheiße, aber auch mit dem schwarzen Montag, ne? Lalalala. Oh mein Gott, Alfonso Carlos de Bourbon dies. Nein.
Das bedeutet, in Spanien gibt es einen neuen König, nämlich Alfonso der Achte der Bourbon. Ja, Wahnsinn. Ja gut, hier im Westen gibt es ja keine Könige. Das sind alle Syndikalisten, das sind alles kotzen die Penner. Bombing war lol. Black Monday hits Bulgaria. Die haben Bulgaren, die sind auch mit mir ziemlich gut befreundet und so, ne? Allgemein, der Kaiser ist ja jetzt relativ gut angesehen, weil ich bin ja so gesehen die stärkste Nation. Das ist ja auch kein Witz, ich bin die beste Nation. Also. Boah, Buenos Aires sogar. Boah. Former Sultan has died. Oh. Ja, stimmt, Ägypten kann auch eine Menge Scheiße bauen. Müssen wir auch mal aufpassen. Ja, Black Money hits the Ottoman Empire. Das ist es ja auch noch, ne? So, mal gucken, jetzt Konvois. Jetzt dürfte er sich da. Okay. Ja, jetzt ist er allgemein. Wobei, die Musik kommt mir jetzt irgendwie von Hearts of Iron 3 bekannt. Ja, es ist dieses Scheißspiel, was ich nicht aussprechen will. Nein, ich mag keine Hearts of Iron 3. Aber es kommt mir so bekannt vor, als ob es von Hearts of Iron 3 wäre. Ich kann mich ja irren, ne? Also. Ach, das ist die Ostasien-Schwadron. Voll die alten Schiffe sind das. Was zum Teufel? Aber wir haben einen Flugzeugträger. Ich glaube, du könntest im Prinzip auch bald mal deinen Weg zurückmachen. Mal gucken, wann. Noch passiert ja keine Scheiße da. Ich weiß ja ungefähr, wann die Scheiße passiert. Ich habe ja schon mal als deutsches Kaiserreich gespielt. In einem Fun-LP. Nicht in Fun-LP, in einem Fun-Spiel so. Und da ist auch eine Menge Kacke passiert und so. Also, Kacke passiert ohne Ende. Das ist es, ja. Sonst hättest du ja nicht als Survivor. Das ist ja klar. Independence Day von der Caribbean Federation. Lalala. Und meint die USA ist stabil? Na? Nö. Die sind auch nicht gerade die schönsten und tollsten und so. Ich könnte aber mal Folgendes machen, das wäre sich gar nicht mal so dämlich. Die ganzen scheiß Milizen mal Infanteristen umwandeln. Haben wir auch noch sowas in der Art? Ja, wir haben ja Auslandsfestungskommandos, die kann ich auch nicht gebrauchen. Alles mal Infanterie umwandeln. Hier oben habe ich nichts mehr, das habe ich alles einquartiert, ne? Hier auch nichts mehr, wunderbar. Habe ich hier gute Arbeit geleistet, ne? Habe hier ja ziemlich viel. Du kannst an sich Festung bleiben, dich bewege ich eh nicht. Du eigentlich auch. Ich glaube, als Festung hast du einen besseren Defensivwert. Hast du einen besseren Defensivwert? Defensive? Was ist an sich besser? Na wohl, das ist auch so eine Frage, die kann ich auch nicht so schnell beantworten. Ist jetzt die Garnison besser zur Verteidigung oder ist dann die Infanterie auch besser zur Verteidigung, wenn es um eine einzige Position geht, versteht sich, ne? Das weiß ich jetzt auch nicht, was da besser ist. Ah, den habe ich schon, okay. Was haben wir denn hier? Infanterie, 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 Infanterie. Was war das? Kavallerie, okay. Hauptquartier. Motorisierte Gardekavallerie, super. Aber irgendwie nix, was so garnisonstechnisch aussieht, von wegen, du bleibst da als Garnison in der Stadt und machst die ganze Zeit nix. Okay. Dann will ich nicht mal sagen, dann tue ich mir die ganzen Garnisonen umwandeln, außer die da unten. Die lasse ich mal so, wie sie sind, weil wenn sie besiegt werden, sind sie sowieso im Arsch. Und hab wieder den New Field Marshal, aha. Oh, was macht die Union of Britain da für eine Scheiße? Die große Flotte nach Irland schicken? Ask the Canadian King for protection? We're not ready for such development in the old world. Was kann denn da jetzt für eine Scheiße passieren, Leute? Das Event habe ich auch immer anders im Kopf gehabt. Ich kann euch ja sagen, wie ich es sonst immer im Kopf hatte. Aber jetzt ist da Kack am Dampfen. Weil die Union of Britain will sich unbedingt Irland schnappen anscheinend. Die haben den kanadischen König um Hilfe gefragt und irgendwie meinte der, nö. Nebenbei, ich habe gerade ein paar neue Zerstörer bekommen. Das Event gibt es auch, in dem die den deutschen Kaiser um Hilfe fragen. An sich habe ich ja darauf gewartet, weil ich nie gesehen habe, dass die den kanadischen um Hilfe gebeten haben, aber. Gut, da könnte jetzt ein Krieg entstehen. Und vielleicht muss ich dann wieder sagen zu Union of Britain, Alter, lass die Scheiße sein! Vielleicht muss ich das ja sogar sagen. Wer weiß das schon. Ja, super bedrohlich hier von denen, ne? St. Petersburg in the Capital. Ja, haben sich geändert?
Sind wieder autokratische Demokraten? Nein! Die Romanos haben wieder die Elite übernommen. Nein! Die sind die. Was? Oh nein! Kommunistisches Film. Nein! Die scheiß Syndikalisten haben einen Film öffentlich. Jetzt gibt's noch mehr Propaganda für die scheiß Kommunisten. Nein! Ich finde die Events übrigens schön geschrieben. Gibt so viele verschiedene und die Russen haben sich wieder zur Autokratie entwickelt, nicht? Ja, das ist wieder super, ne? Der König hat recht, wir müssten es noch mit den Briten arbeiten, aber Irland nur im Stich lassen. La 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 la. Oh. Super, ein deutscher Prinz will Mexiko besichtigen und die sagen eiskalt nö. Sonst irgendetwas noch passiert? Ach ja, Prophets from the Legion Cities. Mal kurz gucken. Also, 26 haben die Deutschen in China interveniert. Deswegen haben wir ja allgemein ostasiatische Gesellschaft. Und haben da was? In November of that year, foreign trade test. In China. Independence of these community cities. Ja, klar, das sind die unabhängigen Städte, die ich gezeigt habe. Diese so Handelsgesellschaften und sowas, ne? Und die haben anscheinend Handel mit den Qing Empire, ostasiatische Gesellschaft, allgemeine Ostasien GmbH, sehr gut. Eine Firma kontrolliert also halb Asien. Mit Japan, Australien, Kanada, United States und Deutschland. Wir haben uns quasi Handel angeboten. Off-Map Money, Off-Map Supply, Off-Map IC, sehr gut. Und National Distance minus 1, danke! Nehme ich gerne an den Handel. Ja, was soll ich sonst mit den Legion Cities machen, erobern? Ich sage immer so mein erstes Argument. Was soll ich mit dir machen, erobern? Soll ich kalt machen? Platt machen und so? Ist der Krieg? Nein, ist kein Krieg. Aber die Ihre, ja, der Ihre, der ist scheiße. Hättest mich gefragt, ich hätte dir den Schutz angeboten. Also wenn der Brite meint, er muss, ich habe alle meine Flotten hier. Also, kennst du den Briten, ne? Wenn er keine Flotten mehr hat, dann guckt er doof aus der Wäsche. The Polish Galician Company? Poland Perpetual Trade Deal. Ah, also, wieso auch nicht? Da ich mir momentan mit, obwohl mit Geld könnte ich es mir sogar noch erlauben. Oder mit Ressourcen. Ich kriege eh genug Ressourcen, also können wir es auch mit euren Ressourcen kaufen. Ist quasi ein Handelsabkommen, den der Pole gerade mit allen umliegenden Ländern macht, wie man hier sieht. Also mit wirklich allen umliegenden Ländern. Damit tun sie sich ein bisschen Relationship, also hier Beziehungen mit denen verbessern und ja, bekommen selber Material in Geld und wir bekommen halt den Nachschub aus Polen. Warum auch nicht? Also ganz ehrlich, das ist nicht verkehrt. Polen kann auch eine Menge Scheiße machen, fällt mir gerade so ein. Ich habe da ein paar Spielstände gesehen, da hat Polen eine Menge Blödsinn gemacht. Ja, aber okay, ich hör's auf damit von wegen. Was? Wir achten mal drauf. Wenn die Scheiße nicht passiert, kann ich erzählen, was passieren könnte. Und ja, Adolf der Zweite von was? Schaumberg? Lippe? Oh. Wurde da ermordet? Died in a plan. Okay, er wollte Mexiko besichtigen und dann ist er auf dem Weg dahin gestorben. Ja, so eine Scheiße aber auch, ne? Mexiko, du Arschloch! Ja, auch hier, ne? Radikalsozialisten. Ja, sowas aber auch. Besser wäre gewesen, wenn es nochmal Unruhe geben würde. Ja, na klar. So, was können wir hier noch machen? SV können wir machen. SV, sorry. Also, wenn soll ich es richtig, dachte ich das schon, ganz englisch aussprechen. Oh, Moment, Moment, das ist ein bisschen viel auf einmal. Eine bessere Infanteriedivision, okay. Was können wir da noch draus machen? Was können wir noch draus rauspulen? Habt doch hier irgendwo bestimmt was für Gebirgsjäger, für Gebirgsneger, da mal, oder was? Was können wir denn da machen? Irgendwie kommt mir spontan nichts Großes entgegen. Und drin habe ich natürlich noch nichts, aber ich könnte dann die Hospitals machen. Das wäre nicht schlecht, dann wären die schon mal fertig. Wenn irgendwo Scheiße passieren sollte, dann können wir das machen. Ja. Basic Hospital System. Lalala. Ist zwar jetzt so viel wie, ich wollte gerade sagen, Upgrades gehen gerade in die Höhe, ne?
vierte Kongress der größeren Dänischen Union. Also ohne irgendwas zu sagen, du bist bestimmt keine größere Dänische Union als das da. Alter, es gibt schon bekloppte Namen für irgendetwas, ne? Aha. Oh. In Panama passiert gerade auch Scheiße. Okay. Ja, auf Industrie sollte ich auf jeden Fall spezialisieren. Das wäre nicht schlecht. Das könnte ich im Prinzip auch machen, aber ich will meine Unruhe runterbekommen. Und upgraden vor allem. Upgraden sind immer wichtig. Über Intelligence kann ich auch machen. Intelligence. Edit Settings. Maximum bitte auf 10. Apply. Falsch. Rheinmetall. Die haben Artillerie erforscht. Genau, dann kannst du jetzt die Anti-Aircraft weitermachen. Naja, auf jeden Fall langsam wird es ein bisschen ruhiger bei mir, immerhin. Die Unruhe kriege ich langsam runtergeboxt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird, da kommen noch so ein paar nette Geschichten bei mir, also keine Sorge, da kommt noch was Tolles. Vor allem hieß das im Urlaub passiert, das habe ich auch nie gehabt, dass die, also sonst hat Urlaub immer mich gefragt, beziehungsweise, wenn ich andere Zungen gespielt habe, wurden immer die Deutschen gefragt nach Hilfe, und die Deutschen haben natürlich immer angenommen, weil wir sind ja freundlich zu der Welt und so. Ich habe noch nie erlebt, was passiert, wenn die Hilfe nicht angenommen wird. Oh, was macht die Mongolei? Willst du auch Scheiße bauen? Bist du ja nationalsozialistisch, ne? Eieiei, machst du auch jetzt Scheiße? Ich hoffe doch mal nicht, oder? Japan kann auch viel Scheiße machen, das muss man auch dazu sagen. Oh, oh, was ist da? In großen Unruhe. Boah, Spartakiat, ja, Es gibt ja die Olympiade, davon sind die kommunistischen Staaten immer ausgeschlossen. Dafür haben die Kommunisten eiskalt ihre Spartakiade gemacht, also ihre eigene Olympischen Spiele. Super, oder? Oh, Xeibei Lang, also diese komische Stadt hat gerade der Mongolei einen Krieg erklärt, weil sie nicht geeint werden wollen. Oh. Sonst gibt's auch Events, da tun sie sich zusammen und haben ja ein Mongol Empire. Ja, ohne Witz, Mongol Empire. Und mittlerweile ist auch, hat auch Brasilien etwas vom Schwarzen Montag abbekommen. Sorry. Nee, die scheiß Deutschen, die können nicht mehr den Finanzmarkt steuern. Nein, 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 nein. Was? Accept the plans, das kommt. Lol. Die machen keinen Kongress, das ist aber ziemlich schade. Free Workers Union, oh oh. Die Freie Arbeiterunion. Sagen wir mal, von Deutschland. Ja. Freie Arbeiterunion, danke. Ist eine anarcho-kommunistische, also anarcho-syndikalistische Handelsunion, die in Deutschland seit dem 15. September 1919 aktiv ist. Sie haben, Ah, okay, also sie arbeiten seitdem, 1919 schon bei uns und haben so langsam sich ein bisschen vergrößert und arbeiten mit kommunistischen Gesellschaften, wie zum Beispiel der CNT-FAI in Spanien. Das sind so kommunistische Aufständische, die wir haben. Und wir können jetzt uns jetzt aussuchen, dass wir, was, Ale the Leaders, also da ist ein bisschen Fail von der Größe her, also da fehlt so irgendetwas hier, so ein Wörtchen, ne? Also wir können uns entscheiden, sie auszuräuchern oder wir machen nichts. Und wenn man sich das mal so anguckt, die Unruhe, ne? Ja, natürlich mache ich was dagegen, weil es A, es ist weniger Unruhe, die aufsteigen sollte und B, die Kacke, hör auf damit. Scheiß Kommunisten, Und wieder 25% Unruhe. Lalala. Sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, vor 20 Minuten fast. Super, oder? Also ich bin begeistert davon. Was meinst du davon, Falkenhausen? Was fragst du mich, Alter? Okay. Da sind sie wieder. In Spanien. Schön am Protestieren, die Penner.
So wie es doch sein soll. La la la. Oh mein Gott, das ist nicht schon. Nein. Aber ich glaube, Leute, auch weil gerade die 20 Minuten hier angeschritten sind, dass wir ja gleich Schluss machen für heute. Und zwar endgültig. Die nächsten Parts werden dann wirklich erst nächste Woche kommen. Ja. Bin mal gespannt dann auch, wie die ersten Remisés sind. Also hier die ersten Rücksprachen damit. Bin da mal sehr gespannt. Kann auch sein, dass ich vom Stil ja scheiße kommentiere. Müsst ihr eher sagen. Dann kann ich auch noch was ändern. Und ja, ich strecke die Zeit gerade schön in die Länge, weil ich noch bis Mai warten will. Kleines Fähnchen, du. Wargames. Zweimal hintereinander die Sozialdemokraten gewonnen? Was? Oh, was ist das denn? Zu dieser Zeit der großen Krise, der Agrarsektor von Deutschland, was ist es meint? Servet Juncker, Kingdom of Prussia, heißt Arzt for the konnte gerade jetzt nicht alles übersetzen. Auf jeden Fall, der Agrarmarkt ist noch mittlerweile am stabilsten und da fragt man, was man jetzt mit den ganzen Einkünften und allgemein in Zukunft machen soll. Vor allem mit Blick auf die Ukraine, ne? Mal sehen. Also, das ist, dass wir uns um eigene Scheiße kümmern sollen, das wäre vielleicht nicht ganz so ratsam. Weil dadurch können eine Menge andere Scheiß-Events entstehen. Es würde uns minus 2 Unruhe geben, ja. Aber, der Agrarmarkt oder allgemein die Zuaufkunft davon werden von Polen, Polen-Galizien und der Ukraine extrem runtergehen. Und das wäre nicht unbedingt ratsam. Deswegen, schweren Herzens mache ich das da. Puff. Warum machst du so nicht heute, Leo? Weil es sein muss. Ich tue es auch nicht um gerne. Wie gesagt, bei manchen Dingen muss man es einfach so machen. Jetzt haben wir 30% Unruhe. Yay! Gibt's schon irgendwo Aufständische? Jawohl, 1% da drüben in Marokko. Und hier auch 1%. Wahnsinn. In China bestimmt 32%, wird sich verarschen. Alter, Finowski, das kann die nächsten Parts lustig werden. Aufstände, 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 Aufstände. Vor allem hier bei Kyoto und so eine Scheiße. Da muss ich hier die Truppen rübersetzen. Ach. Macht nix, macht nix, macht nix. Alles noch im Bereich des Ertragbaren. Husterle, Husterle. So, ich würde mal sagen, das reicht für heute. Wir sind bei 30% Unruhe. Machten, wo wir demnächst sind. Und ich will mal eiskalt sagen, bis demnächst wieder, Leute. In, ja, circa einer Woche, würde ich sagen. Bis dann, tschüss.